Je farbenfroher unsere Auswahl an Obst und Gemüse am Speiseplan ausfällt, desto besser. Warum? Diese farbigen Pigmente in Obst und Gemüse zählen zu den sekundären Pflanzenstoffen. Was heißt das? Im Gegensatz zu den primären Pflanzeninhaltsstoffen wie Kohlenhydrate, Fette oder Eiweiß haben diese sekundären Pflanzenstoffe, also die tragen nicht unmittelbar zum Überleben der Pflanze bei, aber sie haben ganz andere wichtige Aufgaben, zum Beispiel die Pflanze vor der Sonne zu schützen oder Bienen und Insekten anzulocken. Und diese Farbenpracht und diese sekundären Pflanzenstoffe findet die Forschung immer mehr heraus, dass diese auch ganz, ganz wertvollen Nutzen für uns Menschen haben. Einer der wahrscheinlich bekanntesten Pflanzenfarbstoffe ist das Beta-Carotin, das auch der Karotte ihren Namen verleiht. Das Beta-Carotin schützt die Pflanze vor zu starker Sonneneinstrahlung. Und auch bei uns in unserem menschlichen Körper übernimmt das Beta-Carotin eine antioxidative und dementsprechend schützende Wirkung. Oder der gelbe Farbstoff, das Lutein, befindet sich zum Beispiel im gelben Fleck unserer Netzhaut und schützt somit unsere Netzhaut vor zu starkem Lichteinfall. Und man weiß mittlerweile, dass das vor dieser Makuladegeneration einer altersbedingten Augenerkrankung schützt. Auch ein Carotinoid ist zum Beispiel das Lycopin, das einen sehr großen Gehalt in Paradeisern ausmacht und Paradeisern diese schöne rote, knallrote Farbe verleiht. Das Lycopin ist gut erforscht, es ist auch sehr hoch antioxidativ und entzündungshemmend. Das heißt, auch hier ein großer Schutz vor vielen Erkrankungen. Und das Lycopin zum Beispiel, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass wir Obst und Gemüse nicht nur in roher Form verzehren sollten, denn gerade dieses Lycopin wird mehr oder die Aufnahme wird verbessert, wenn wir Paradeiser kochen. Durch den Kochprozess wird das freigesetzt und die Bioverfügbarkeit, das heißt die Menge, die wir im Körper aufnehmen können, steigt. Die Carotinoide, also gelbe, orange, rote Farbstoffe, man glaubt es nicht, aber die findet man auch reichlich in grünen Gemüse. Dort werden sie allerdings vom grünen Farbstoff, dem Chlorophyll, überdeckt. Chlorophyll, vielleicht erinnern Sie sich noch an den Biologieunterricht, Chlorophyll spielt eine wesentliche Rolle bei der Photosynthese, das heißt für unser aller Überleben eigentlich ganz, ganz essentiell. Chlorophyll wirkt auch sehr antioxidativ, das heißt, es schützt unsere Zellen vor freien Radikalen. Wichtig bei den Carotinoiden, sie sind fettlösliche Pflanzeninhaltsstoffe, das heißt, sie brauchen immer ein Löffelchen Öl, damit sie besser aufgenommen werden können. Anders ist es bei den violetten Pflanzenfarbstoffen, diese tiefvioletten, purpurnen Farbstoffe, die sogenannten Anthocyane, sind wasserlösliche Farbstoffe, aber auch nicht minder antioxidativ wirkend, auch antimikrobiell und entzündungshemmend. Und diese dunklen Farbstoffe, hier ist die Frage, wie viel von dem wird denn überhaupt aufgenommen, also diese Bioverfügbarkeit. Genau wissen wir das nicht. Deswegen ist es so wichtig, dass wir eben aus dieser Vielfalt schöpfen und vor allem, dass wir diese Stoffe nicht isoliert aufnehmen in Form von Tabletten, sondern die Lebensmittelmatrix, das heißt diese Zusammensetzung der Inhaltsstoffe in einem Produkt, das macht es aus, dass wir mehr davon aufnehmen können. Deswegen schöpfen wir aus der breiten Palette an Obst und Gemüse, die vor unserer Haustüre wächst. Und je bunter wir essen, desto besser und desto vielfältiger die Aufnahmen diesen wertvollen Inhaltsstoffen.